I'm a big stepper. Bin ich weit vor. I'm a big stepper. Look, ich kick off. Nur ein Fußball, lieber. So. Sportfreunde Siegen steht an. Yes, kurz noch einen Döner wegatmen. Wegatmen und zwar hier. Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Du weißt, du kennst den? Ich kenne den Laden, genau. Ich weiß den Namen gerade auch nicht. Ist also in der Nähe vom Bahnhof hier, wenn ihr aus Siegen kommt, sehr gefährlich. Ich war schon mal hier essen, das schmeckt sehr, sehr geil. Ja, den müssen wir jetzt wegatmen, dann geht's zum Schwabplatz. Genau. So. Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, hier mal wieder aus Siegen. Sportfreunde Siegen heute gegen SG Filmtrop, Freunde. Wie gesagt, Siegen. Irgendwie Gefühl hast du, unseren Kanal nicht mehr wegzudenken. Nee. Aber wir haben hier ganz andere Umstände, Freunde. Siegen mit 4 Spielen auf Platz 1 in der Oberliga. Dazu kommt noch Derby. Das ist ein Derby, ja. Freitagabend, was gibt's Geileres? Und jetzt diese Kirsche auf Sahnetorte, die ihr wisst, ne? Da, 125, Jubiläum noch. Da kommen ein paar Mid-Prime-Icons noch von Siegen. Was sagst du dazu? Also, du hast perfekt auf den Punkt getroffen. Oh, Freunde. Wieder Leimbach-Stadion. Muss alle paar Wochen mal einfach kommen. Ich weiß ja, wie geil die Fans von Siegen sind. Auch ein paar, die uns immer wieder anschreiben und sagen, hey, seid ihr dabei? Post gemacht. Und wurde direkt gefragt, ob wir in Siegen sind. Wir sind in Siegen, Freunde. Wir sehen uns gleich. Ihr kennt das ganze Prozedere. Seid auf ein geiles Ding heute gefasst. Bis gleich. Das ist auf jeden Fall voll. Wir hätten eigentlich da hinten irgendwo unser Sitzplatz. Aber der Lachs ist komplett full. Gar nichts mit Sitzplatz. Ja. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt, damit wir auch gut Blick auf die Hochstraße ein bisschen haben. Um einfach von denen auf die Stimmung mitzunehmen. Das ist schon geil, nochmal Siegen so voll zu sehen. Gemacht! Auch gut, auf jeden Fall noch eine Choreo. Mit 11! Ich bin gespannt, was drauf wird. Da kommt die Teams rein und guck dir das an. Da gibt es noch ein bisschen Länderfreiheit. Stimmung ist auf jeden Fall geil. Ja, aber geil, wenn es jetzt einfach so lange gesehen ist. Ja, die gucken einfach ganz spät. Aber erstmal Filmtrop. Erstmal stabil Angriff. Erste paar Minuten. Das klingt sehr gut an. Ich mag das Pressing, ich spiele keinen Fußball. Hatte ich jetzt ein, zwei Chancen. Erster Torschuss von Windrop. Also klar, wir hätten auch irgendwo da in der Mitte oder da in der Mitte sitzen können. Bis mittlere. Aber irgendwie bei der Stimmung heute. Oh. Wir wollen auf jeden Fall die Stimmung von hier einfangen. Du musst auch im Video geil rüberkommen. Deswegen. Die zweite Halbzeit ist geil. Auch das ja, vor allem zweite Halbzeit, wenn die hier treffen, dann hier rüberlaufen. Oh. Boah, der Platz. Boah. Oh, da. Hätte man den nicht schießen können dann. Ja. Egal, holt den doch auf der Linie. Wir haben 22 Minuten gespielt. Siegen wird gefährlicher. Mit jeder Minute. Also ich denke mal, die Frage des Halbes hier eigentlich nur steht. So was feier ich richtig von, ne? So beide Seiten richtig. Ne? Über die Linie. Da ist immer irgendeiner dazwischen. Okay. Oh,
Alter. 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 Stark. Er ist gut verteidigt. Das ist auch so geil, Digga. Einer so. Der hat. Am nächsten Tag kriegt er alles. Ja. Der gibt ja alles. Damals war der Halbzeitergebnis 0-0 im Jubiläumsderby. Das heißt, für euch ist es spannend. Ich habe aber gerade gesagt, es bleibt bis zur Halbzeit. Du hast gesagt, Halbzeit 0-0, danach geht 2-0. Und ich sage, Freunde, wenn ihr keine weiteren Derbys verpassen wollt, nächste Woche kommen wieder zwei Stück. Abonnieren, es ist kostenlos. Ne? Gut uns unterstützen, genau. Wenn ihr den nächsten verpassen wollt. Wenn wir weiterhin noch so geile Spiele für euch fahren sollen, einfach dranbleiben. Wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. Ernst. Das war kein Spaß. Ja. Yeah. Oh. Schon Gänsehaut. Das ist doch mal Derby-Atmosphäre hier. Sehr scharf, sehr scharf. Oh. Stimmungskiller sein Vater. Windwurf. 1-0. Alter, wie viel 51. Minute, da habe ich ja maximal nicht kommen sehen. Ja, ne? Ja. Wie der sich ja durchtankt, dann noch das Ding da reinmacht. Crazy. Da haben wir wieder gelernt, Freunde, dass bei einem Derby die Tabelle eigentlich gar keine Rolle spielt. Nee, du darfst keinen unterschätzen. Derby, du musst alles, kann alles passieren. Das ist auch gefühlt irgendwie gesetzlich verankert so. Dass wenn du die Dinge einfach vorne nicht machst, du kassierst die einfach. Wenn du selber das Tor nicht machst, kriegst du alles. Ja. Das ist Prinzipsache. Das ist im Fußball immer so. Du kannst auch gegen. Wir könnten jetzt gegen C-Klasse spielen. Einfach Prinzipsache. Prinzipsache. Einfach ey, der verpasst. Okay. Komm, mach ihn! Mach ihn! Mach Schön Schlenzer. Classic. Oho. Aber Sieg kommt langsam. Ja, ist auch langsam. Kommen! Wohin? Wohin, Bruder? Wohin? Der wollte Kameramann abschießen. Was war das für ein Schuss? Ach, jetzt, ja. Jetzt! Sechs jetzt. Jetzt geht er rein. Jetzt. Hey. Hey. Oh mein Gott. Hey, was muss noch passieren, dass ein Ball reingeht? Also, was ist denn mit euch los, Männer? Gebt euch mal Mühe beim Abschluss. Hey, ist das gut? Die Fans belieben auf jeden Fall noch. Wir haben noch 17 Minuten. So langsam in den nächsten 1, 2, 3 Minuten muss das Tor kommen. Der muss ja nicht mal gut sein. Einfach so. So wie das aussieht. Ich glaube, Trainer von Pintrott hat eine rote Karte bekommen, weil er irgendwie einfach unnötig den Ball reingeworfen hat. Ja, ein Ball war schon da, der hat den Ball einfach in die Mitte. Ja, der hat einfach den Ball reingeworfen. Also nur nach den Chancen, es muss hier schon 3-4-5-1 stehen. Und klare Chancen. Aber seit der ersten Halbzeit, kein Nachschuss geht rein, alle Nachschüsse gehen fast daneben. Ja. Auch so klare, so 80-90%ige Torchancen. Freistoß raus. Holt den noch mal raus. Komplett. Das wird letzter Freistoß im Spiel. Der letzte Freistoß. Was wäre das jetzt für eine Story, wenn er den jetzt reinmacht mit dem letzten Schuss? Nein, ist zwar kein Sieg, aber besser als hier zu verlieren. Ja. Ja, Feierabend. Guck mal, wenn er jetzt schießt. Hey, gibt er noch einen Wurf? Der kommt jetzt. Gibt er noch einen? Der gibt doch den Einwurf. Der gibt den Angriff noch. Oh, der kommt doch vor. Ja, der kommt doch. Oh, der kommt doch vor. Oh, ja, Schieß. Schieß. Schieß doch. Schieß doch.
Und abseits. Das ist abseits, hä? Und Apfel, Freunde. Fintrop gewinnt hier tatsächlich 1-0. Liebe Sportfreunde-Fans, das war der Abpfiff im Crazy. Spiel unserer Sportfreunde gegen Fintrop. Crazy. Also Freunde, wir sind raus aus dem Stadion. Ja. Spiel ist zu Ende, 1-0 für Fintrop. Was komplett überraschend für uns ist, oder war? Ja, ist. Aber wir haben vor dem Spiel gesagt, Freunde, dass ein Derby kennt keine Tabelle. Es juckt. Derby juckt nicht 125 Jahre oder was. Es ist ein Derby, da kann jeder gewinnen. Egal, ob der 16. ist oder 1. gegen 2., da kann immer alles passieren. Also der Fall ist heute eingetreten. Glückwunsch an die Jungs, die da komplett 90 Minuten gegen 3.500 Mann da gekämpft haben. Willst du das Schlusswort nochmal haben? Ja, Freunde, also klar, man hat mehr erwartet, wenig bekommen. Aber im Endeffekt, ich denke, nach 4 Spieltagen mit 4 Siegen und so einer Kulisse hat man einfach ein bisschen Druck. Mhm. Ich glaube, man konnte dem Ganzen, das man sich heute vorgestellt hat, nicht gerecht werden. Bei mir blutet jetzt mein Herz nicht. Ich mag den Verein, ist jetzt aber nicht meine große Liebe, Freunde. Aber ich mag die Siegner. Ich denke, für eher andere tut das ein bisschen heute weh. Ja. Aber es ist noch nichts verloren. Eben. Das Gute ist, Freunde, das war jetzt der 5. Spieltag. Man ist trotzdem mit oben dabei. Ist jetzt... Man hat keinen Aufstieg verspielt, nichts. Deswegen, genau. Die Gegner machen das schon. Fintrop war, glaube ich, 14. oder so vor dem genau, Spiel. Die haben 3 Punkte. Die haben jetzt 3 Punkte eingefahren, auch wichtig für die. Ich denke, Siegen ist immer noch auf dem 2., 3. Platz. Genau. Dann wird halt nächste Woche wieder ein Sieg geholt. Eben. Dann machen die Männer das und dann kämpfen wir weiter oben mit. Genau. Diesen Mittwoch geht es für uns weiter zum nächsten Derby. Dann Freitag wieder Derby. Also, wie gesagt, einschalten, Freunde, abonnieren. Wir sehen uns. Haut rein. Hop inside an Audi, then I hit the dash. Shawty know I only care about the cash. Big dance, big sticks, big racks. She asked me how I got it, said I got a lot.